Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ja, in diesem Video möchte ich euch mal zeigen, wie schnell und einfach wir hier ein solches Daumengas wechseln können. Das Ganze ist recht einfach. Ihr braucht hier keine Angst vor dem Tausch zu haben. Was brauchen wir dafür? Ganz einfach, erstmal ein neues Daumengas. Ich verlinke euch mal Produkte unten in die Videobeschreibung, die ich hier verwende. Wir haben hier das Problem, dass der E-Scooter hier steht und dort läuft ein Leitungssatz durch. Den schauen wir uns mal eben genauer an. Wenn wir nämlich den Leitungssatz hier aus der Verpackung holen, werden wir sehen, der Leitungssatz selber, so ist der Aufbau, geht in das Dashboard hinein. Das heißt, wir müssen hinterher dieses Daumengas muss hier heruntergeschoben werden. Zum einen, wenn ihr jetzt denkt, dann ziehen wir hier einfach den Gummigriff ab. Nein, da werdet ihr ein Problem haben, weil hier ist eine Imbusschraube. Die müssen wir lösen. Das nächste Problem, was auf uns zukommen wird, ist das Dashboard. Wir müssen die Scheibe von dem Dashboard, diese Abdeckscheibe, die müssen wir gleich ausbauen. Um die auszubauen, müssen wir diese drei Schrauben lösen. Da ist so ein kleiner Pin drin. Ihr kriegt mit einem normalen Torx-Schraubendreher, kriegt ihr die nicht heraus. Ihr braucht diese Sicherheitstorx. Und das sind diese Dinger hier. Die haben nämlich oben ein kleines Loch drin, wo dann auch der Pin einrasten kann. Und wir können dann die Schrauben herausdrehen. Auch so ein Set verlinke ich euch mal unten in die Videobeschreibung. Und das Erste, was ich jetzt mache, diesen Griff selber kann man komplett runterziehen. Hier unten drunter ist aber so ein Ring, so eine Endfixierung. Wir gehen einfach her und können hier den rechten Griff einfach abziehen. So, den haben wir schon mal weg. Und jetzt werden wir hier diesen Zentriergriff, diese Zentrierung des Griffs abbauen, indem wir einfach nur die Schraube hier weiter rausdrehen, bis wir das Ding gleich hin und her schieben können. So, da kommt die Imbus oder diese Madenschraube ist es ja, so sieht die aus, kommt dort hinein und den bauen wir jetzt zur Seite. Und als Nächstes gehe ich her, hier sind so Abdeckkappen vor dem Dashboard. Die nehme ich einfach raus, indem ich mit einer Nadel hier heruntergehe. Einmal Käppchen Nummer 1, Käppchen Nummer 2 und jetzt haben wir hier insgesamt zwei Schrauben zum Vorschein gebracht. Es sind insgesamt vier Schrauben, die wir gleich abschrauben müssen und die schauen wir uns auch mal eben aus der Nähe an. So, das sind die oberen zwei und hier haben wir die unteren beiden Schrauben. Die müssen wir auch herausdrehen. Auch hier Torx, aber auch dort ist dieser kleine Pin zu sehen. Das heißt, wir brauchen jetzt auch einen Sicherheitstorx. Und ihr könnt es euch schon denken, die sind natürlich mit in dem Set drin. Hier brauchen wir jetzt den T25. Damit ich hier aber keine Probleme mit dem Bremszug habe, hänge ich den mal eben aus. So. Und ganz weg. Jetzt haben wir hier auch viel mehr Platz zum Arbeiten und können jetzt hier diese Schrauben einfach herausdrehen. So, und schon haben wir hier den Lenker fast freigelegt. Das ist nur dieses Sicherungsstück für die Lenkstange und die haben wir jetzt hier komplett locker. Und als Nächstes löse ich einmal die Imbusschraube, die sitzt hier unten von dem Halteclip und von dem Daumengas. Dort seht ihr diese beiden Imbusschrauben. Einmal dort und einmal dort. So, die Imbusschraube von dem Daumengas, die löse ich nur ein klein wenig an. So, etwas kleinerer Imbus. Fragt mich jetzt nicht nach den Größen. Kauft euch am besten auch so einen Imbussatz, wo unterschiedliche Größen drin sind. So, den Clip, diese Schraube nehme ich hier komplett raus und jetzt taucht hier ja noch diese Abdeckung auf, die nehme ich auch mal eben raus.
So, da können wir nämlich einfach hier runtergehen. Das ist nur so ein Klemmprofil. So, einmal so. Und einmal so. So sieht das Ganze aus. Hier haben wir noch die Kabeldurchführung und diese untere Kante wird hinterher wieder hier eingeklemmt. Aber jetzt haben wir hier eigentlich schon alles freigelegt und jetzt geht's ans Dashboard. Wir bauen als erstes nur die Scheibe ab. Hier kommt jetzt wieder unser Sicherheitstorx zum Einsatz. Das hier ist ein Torx, Sicherheitstorx in der Größe T10. Unten drunter das Dashboard an sich, das ist mit 3 Kreuzschlitzschrauben befestigt. Aber das seht ihr jetzt gleich. So, die Schraube auch noch raus. Und jetzt reißt nicht einfach hier die Scheibe ab. Da ist eine Dichtung drunter. Diese Dichtung, passt auf, dass ihr die nicht verliert. Wenn die Dichtung nämlich weg ist, kommt hier sofort wieder Feuchtigkeit rein. Selbst Luftfeuchtigkeit kann dadurch eindringen. Ja, die Dichtung hat hier alles geschafft. Die sitzt nämlich in dieser Kante drin. Es kann nämlich manchmal sein, wenn die so ein bisschen angebacken ist, klebt die so ein bisschen hier fest, drückt die wieder richtig rein. So, und jetzt lege ich mal eben die Scheibe zur Seite. Hier sind jetzt 3 Kreuzschlitzschrauben. Und hier seid jetzt vorsichtig. Nicht, dass euch die Schrauben, ihr könnt es schon erahnen, wenn euch die nämlich da reinpurzeln, dann sind die Dinger eventuell weg. So, vorne hier ist das Ding komplett zu, da kann nichts passieren. Aber hinten, wo die Kabel durchgehen, da ist eine Öffnung. Und dann sind eventuell eure Schrauben JWD. Und jetzt gehen wir her, wir benötigen einen Seitenschneider. Weil wir müssen jetzt, vorsichtig, dass ihr jetzt hier nicht so auf die Platine fasst. Das wäre jetzt nicht ganz so gut für die Platine. Wir haben nämlich hier, dort, taucht ein so ein Hütchen auf. Und dort gehen die Leitungssätze einmal vom Bremshebel und einmal vom Daumengas hinein. Macht das jetzt hier, wenn es geht, nicht mit einem Teppichmesser oder sowas. Nicht, dass ihr euch in die Finger schneidet. So, jetzt können wir nämlich dieses Hütchen hier einfach vorsichtig herunterziehen. Und jetzt kommen wir hier auch an die Steckverbindungen dran, sodass wir jetzt auch gleich das Daumengas hier vernünftig ausbauen können. So, den Seitenschneider haben wir zur Seite gelegt und jetzt lösen wir das Kabel grün, rot, schwarz. Diese Steckverbindung, die müssen wir jetzt hier einfach lösen. Die können wir hier auseinanderziehen, aber vorsichtig. Das ist ein hauchdünnes Drähtchen. Da ist die Gefahr des Abreißens sehr schnell gegeben. Und zwar ganz einfach, die Lenkstange können wir jetzt lösen, können wir einfach abziehen. Aber hier kommt ein kleiner Pferdefuß auf uns zu. Und zwar diese. Hier sitzt nämlich so eine kleine Dichtung drunter. Und diese Dichtung, die müssen wir nämlich mit herausholen. Ich gehe jetzt her und löse auch noch von dem Bremshebel den Kompaktstecker und kann jetzt hier beide Stecker herausziehen. Was hier gerade weggeflogen ist, habt ihr gesehen, das ist hier die Dichtung von der Fixierung der Lenkstange. Ja, die mache ich gleich wieder drauf. So, und jetzt haben wir die Sache schon in der Hand. Und jetzt ist die ganze Sache nämlich viel einfacher. Wir können hier diese Dichtung einfach öffnen und den benötigten Leitungssatz einfach hier herausziehen. Und wenn wir hier beide Steckverbindungen getrennt haben, können wir nämlich jetzt hergehen. Wir müssen erst den kleineren Stecker, den müssen wir hier herausziehen. Und zwar ist dieser von dem Bremshebel. Der muss hier heraus. Wie gesagt, erst den kleinen herausziehen. Und dann könnt ihr nämlich den großen, den dickeren Stecker von dem Daumengas hier herausziehen. Und jetzt ist es natürlich recht einfach. Wir können einfach beide Seiten abziehen und haben jetzt unser altes, kaputtes Daumengas schon in der Hand. Das alte Daumengas haben wir hier, das neue haben wir hier. An dem neuen ist der Leitungssatz minimal kürzer, aber das stört mich jetzt hier eigentlich nicht. Ja, jetzt geht's an Einbau. Ich könnte hier natürlich jetzt auch sagen, an der Stelle ist das Video beendet, in Handwerksdeutsch, der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Nein, mache ich natürlich nicht.
Ich zeige euch auch hier, wie das Ganze wieder zusammengebaut wird. Und das Erste, was ich mache, ich setze erst den kleinen Clip zum Umklappen des Scooters, den setze ich hier drauf. Ihr könnt hier auch nichts verkehrt machen. Wenn ihr das Ding falsch rum montieren solltet, so wie ich jetzt hier, dann passt hier die Schraube nicht mehr. Da ist überhaupt kein Loch da. Das heißt, ihr braucht hier keine Angst haben, den könnt ihr nicht verkehrt herum montieren. Dann kommt die Imbusschraube hier rein. Und die ziehe ich natürlich dann auch fest. Und nachdem ich die Schraube befestigt habe, setze ich jetzt das neue Daumengas drauf. Aber ihr werdet euch jetzt bestimmt denken, das sieht im Übrigen so aus, hier haben wir diese kleine Führung, die hier in den Lenker hineinkommt. Ihr werdet die am Anfang hier überhaupt nicht drauf bekommen. Ihr denkt auch, was hat denn der Idiot mir da empfohlen? Das passt ja gar nicht. Ihr müsst erst die Imbusschraube lösen. Diese Imbusschraube muss gelöst werden, sonst kriegt ihr das neue Daumengas gar nicht über die Lenkstange. So, jetzt passiert nämlich Folgendes. Wir können hergehen und schieben die hier wunderbar einfach drüber. Den Kompaktstecker, den schiebe ich jetzt unter den Clip. Das wird noch nicht befestigt, erst hinterher, wenn ich mit dem Einbau fertig bin. Jetzt gehe ich her. Erst den Stecker von dem neuen Daumengas, das ist der dicke Stecker, der muss durch das Loch. Und erst dann den kleineren Stecker. Schiebt ihr erst den kleinen Stecker rein, passt der dicke Stecker nicht mehr durch dieses Loch. Und jetzt können wir hier nämlich weitermachen. Bevor wir jetzt den Lenker montieren, kommt natürlich noch die kleine Dichtung auf die Kabel. Zur Montage gilt es Folgendes zu beachten. Die zwei Löcher hier im Lenker kommen gleich in die dafür vorgesehene Aufnahme. Vorher kommen aber hier noch die, ja, diese kommen nicht, kommt die Dichtung hier über die Kabel. So, einmal und das Ganze auf der anderen Seite auch. So, rein da mit dir. So, sieht's gut aus. Und jetzt können wir die Lenkstange montieren, indem wir einfach die Kabel durchschieben. Und der passt automatisch nur einmal jetzt, wenn alles richtig drin ist, hierher drauf. Und wir haben hier innen drin unter dem Dashboard unsere Kompaktstecker. Und bevor ich jetzt den Lenker befestige, muss natürlich noch die Dichtung drüber. Nehmt euch im Zweifelsfall eine zweite Person, die hier die Lenkstange festhält, nicht dass euch das Ding gleich runterfällt. Wir müssen jetzt hergehen und das Kabel von dem Daumengas hier in die Dichtung einsetzen und können jetzt die Dichtung hier wunderbar hereindrücken. So, und hinein. Und da drunter mit dir. So, sieht's gut aus. Und als nächstes gehen wir her und setzen hier unser Stück drauf. Stopp. Der aufmerksame Zuschauer hat gemerkt, da fehlt ja was. Erst müssen hier die Dichtungen wieder hineingedrückt werden. Die kommen nämlich hier in diesen Halter hinein. So, hier haben wir unten auch einen Rastzapfen. Und erst jetzt können wir diesen Halter hier montieren. Und wie ihr gesehen habt, habe ich die Schrauben im Kreuzgang eingesetzt, das heißt diagonal. Und jetzt werden die richtig fest gezogen. So. Und jetzt gehe ich schon her und montiere wieder den Bremszug, hänge den einfach ein und ziehe ihn hier drüber. Dann baumelt der schon nicht mehr lieblos rum. Drücke natürlich jetzt auch noch die Abdeckkäppchen hier hinein. So. Einmal und zweimal. Sieht schon wieder aus wie original. Und wenn ich schon einmal da oben dabei bin, dann setze ich doch auch hier gleich den Ring auf, diesen Endring für den
Griff, befestige den jetzt, schiebe den Ring sofort hinterher. Das hier ist noch locker, der Daumengas ist noch nicht fest. So. Einmal festziehen und schiebe den Griff gleich hinterher, aber achte darauf, der passt nur mit dieser Nut. Diese Nut muss hier in diese Öffnung hinein, nur so passt der da drauf. Und den benetze ich jetzt auch nicht mit Silikonspray oder was auch immer. Einfach nur drauf geschoben, fertig. Als nächstes gehe ich her und drücke jetzt hier die Steckverbindungen wieder zusammen. Wir haben hier einmal Steckverbindung Nummer 1 und Steckverbindung Nummer 2, kleiner Stecker, großer Stecker. Das heißt, wir gehen jetzt natürlich her und drücken Steckverbindung Nummer 1 zusammen, Steckverbindung Nummer 2, unser neues Daumengas, auch. Bevor wir das jetzt zusammenbauen, muss hier natürlich wieder das kleine Mützchen rüber. So, griffbereit haben wir einen Kabelbinder und die Mütze. Mütze drüber, Gabel rein. Und wenn alles drin ist, kommt hier unten ein Kabelbinder drum. Die Mütze im Übrigen verhindert das Eindringen von Luftfeuchtigkeit. Und ja gut, der Kabelbinder ist vielleicht jetzt eine Nummer zu groß, aber ihr habt keinen anderen. Und den Rest, den knipse ich jetzt hier einfach mit meinem Seitenschneider wieder ab. So, jetzt kommt die ganze Sache hier unten wieder hinein. Bei der Hauptplatine passt auf, wie gesagt, dass ihr da nicht mit den Fingern drauf tapst. Also nicht, dass ihr allein durch elektrostatische Aufladung eures Körpers die Platine kaputt kriegt. Mütze runter und Dashboard wird verschraubt. Und wie ihr gesehen habt, ich habe nicht auf die Platine gedrückt, nur auf diese Anzeige. Bisschen putzi putzi. Bevor ihr jetzt die Scheibe hier, diese Kunststoffscheibe montiert, wie gesagt, achtet nochmal darauf, dass die Dichtung hier wirklich richtig drin sitzt. Die Dichtung verhindert das Eindringen auch hier von Luftfeuchtigkeit. Das Ding ist zwar wasserdicht, der Scooter, aber nicht hier oben das Display, sondern unten der Akku. So, vorsichtig drauf und jetzt werden hier die drei Schrauben verschraubt und dann sind wir eigentlich schon fertig. Und ganz zum Schluss richte ich jetzt das Daumengas aus, so wie es für mich hier eigentlich ideal ist. Ich kann es jetzt so ein klein wenig hin und her schieben, aber das fühlt sich schon ganz gut an. Das ist ja jetzt nur eine Klemmschelle, die wir hier einfach auf die Lenkstange verschrauben. So. Und jetzt kommt die abschließende Funktionsprüfung. Und dazu habe ich meinen Scooter mal wieder fachgerecht angebockt. Das heißt, wir werden ihn jetzt einschalten und einmal am Rädchen drehen und alles funktioniert wieder, wie ihr sehen könnt. Wunderbar. Wenn euch im Übrigen mal interessiert, wie man einen solchen Bremshebel tauscht, das Video seht ihr gerade oben in der Ecke. Ja, das war unser Video. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, würde ich mich unwahrscheinlich darüber freuen. Und den YouTube-Kanal TV Solution, den dürft ihr im Übrigen gerne abonnieren. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gustav, ist meine Ente, Gustav und ich sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns doch bestimmt in einem der nächsten Videos.